Das folgende Video ist eine Satire und sollte nicht als Kritik verstanden werden. Das Format ist eine deutschsprachige Adaption der GameSins des US-amerikanischen YouTubers Dardigan, wurde durch CinemaSins inspiriert und entsprechend kreditiert. Es werden keinerlei Urheberrechte verletzt und eine eventuelle Verwendung des geistigen Eigentums wurde uns genehmigt. Lesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Text das Wort Mutanten in Conduits geändert wurde, denn ich sehe hier kaum einen Unterschied zum Plot von X-Men. Außerdem kenne ich das überflüssige Wort Bioterrorist noch aus den Resident Evil Games. Seit wann braucht Terrorismus Unterkategorien? Außerdem, wenn Conduits so gefährlich sind, warum werden sie dann durch einen US-Staat gefahren? Die USA halten weniger gefährliche Personen in Kuba eingesperrt. Gefährliche Bioterroristen werden in einem gepanzerten Wagen ohne Polizei oder sonstige Sicherheitseskorten transportiert. Geschichten im US-Staat Washington beginnen mit einem Leuchtturm-Klischee. Bewegungssteuerung. Woher hat Delson plötzlich seine riesigen Pappkartonschablonen, da er keine bei sich trug, als er auf das Dach geklettert ist? Dieses Plakat gratuliert dem Sheriff zu seiner Wahl. Wer würde dafür Geld ausgeben? Normalerweise gibt es solche Plakate nur vor einer Wahl. Ah, verdammt! Okay, denk nach, Delson, denk! Ah, Party im Langhaus. Ich muss einfach hingehen, mich unters Volk mischen, mein Alibi sichern. Ich bin ein echt kriminelles Superhirn. Wenn der Sheriff mit seiner Sirene angefahren kommt, dann wird er dich wohl schon auf dem Dach gesehen haben. Also nichts mit Alibi. Obwohl diese Fischfabrik ziemlich groß ist, arbeitet hier nur eine alte Frau. Warum bist du nicht bei der Sache im Langhaus? Irgendwie habe ich mich heute nicht so komisch gefühlt. Von all den amerikanischen Ureinwohnerstämmen, die es in der Realität gibt, musstet ihr einen Stamm namens Akomisch erfinden, anstatt etwas zu verwenden, das wirklich existiert, sowie Geschichte und Kultur besitzt. Was hast du auf dem Dach getrieben, hä? Gar nichts, nur... Hast du was angestellt? Oh, ich habe gerade eine von dir bezahlte Werbetafel auf dem Dach deines Unternehmens verschandelt, aber du wirst es ignorieren und mir trotzdem helfen, den Sheriff loszuwerden, der mich deswegen sucht. Ah, Möwenkacke. Scheinbar hat der Kantenmaler hier mit Möwenkacke anstatt mit weißer Farbe gestrichen und wurde sofort gefeuert, weil wir nach diesem Abschnitt seine Arbeit in diesem Game nie wieder sehen werden. Hey, Mann, ich hab schon ewig nach dir gesucht. Wie ist der Sheriff so schnell zum Langhaus gekommen, wenn die alte Dame in der Fabrik ihn doch hingehalten hat? Dann hör doch auf, deinen Bruder festzunehmen, immer und immer und immer wieder. Hältst du das für einen Witz? Nein, das ist... Willst du damit die Welt verändern, hä? Glaubst du, das macht unsere Eltern stolz? Der schnellste Weg, die Hintergrundgeschichte der Charakter zu erzählen, ist eine Szene am Anfang einzubauen, in welcher die Protagonisten lautstark diskutieren. Reggie? Was? Truck. Und wie üblich sind die Protagonisten zur falschen Zeit am falschen Ort, um die Handlung zum Laufen zu bringen. Reg? Oh Gott, nein. Ich sag, ich will niemandem wehtun! Ich sagte ja bereits, dass die Idee von X-Men ist, aber muss Delson wirklich die Rolle einer Rogue bekommen? Und da sind sie wieder. Tiefenschärfe, Lensflares und sogar Dreck auf der Linse. Ein weiteres Game will mir weismachen, meine Augen wären eine Kamera. Ich bin einer von denen, Mann. Ich bin einer von denen! Nein! Nein! Du bist mein Bruder! Du kannst beides sein, einer von denen und sein Bruder. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich war fast mein ganzes Leben im Knast. War einfach genug, auszubrechen. Man wartet einfach auf die günstigste Gelegenheit. Durch eine Berührung die Kraft eines Conduits bekommen, ist eine Sache. Aber warum seine Erinnerungen? Und warum werden die Erinnerungen erzählt? Wir haben ihn, oder? Ich, hab euch den bösen Conduit geliefert. Gute Arbeit, Leute. Besonders ihr. Bioterrorist. Henry Daughtry war ein Bioterrorist. Conduit ist ein Wort, das Verräter benutzen, die mit ihnen sympathisieren. Du bist kein Verräter. Augustin wäre gut bei Conduits und, Bioterroristinnen. Das Böse trägt einen Mantel mit hohem Kran-Klischee. Du warst mit dem Bioterroristen allein da drin. Hat er dir irgendetwas erzählt? Erzählt? Hat er dir etwas gesagt? Vielleicht eine seiner Reden gehalten über Verschwörungen. Nein, er hat mir gar nichts erzählt. Gut. Warum durchschaut Augustin diesen Bullshit hier nicht? Zumal sie dafür ausgebildet ist, Ausreden in solchen Situationen zu erkennen. Bist du nicht auch eine Bioterroristin? Delson ist blöd genug, seine Fresse nicht im richtigen Moment zu halten, damit der Plot weiter ins Rollen kommt. Alle Entscheidungen in diesem Spiel reduzieren sich auf die Frage, bist du ein Arsch oder nicht, was übrigens keinen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte oder dessen Ende hat und somit gänzlich überflüssig ist. Ich bin ein Conduit, okay? Ich hab's mir gerade erst eingefangen von dem Kerl. Eingefangen? Sehr lustig. Nun, du könntest es beweisen, keine Ahnung, warum du es hier nicht machst. Wach auf! Plötzlich habe ich einen Wake-Flashbacks.
Delson ist seit einer Woche bewusstlos in diesem provisorischen Lazarett, erwacht und trägt immer noch dieselbe Kleidung. Wenn immer in einem Game Nachrichten im Fernsehen laufen und diese mit Real-Life-Bildern kombiniert werden, frage ich mich, warum niemand im Game ausflippt, weil die Nachrichtensprecher so eigenartig aussehen. Anstatt Charaktermodelle der betonbefallenen Patienten zu erstellen, haben die Entwickler lediglich eine animierte Schattentextur eingebaut, um Zeit und Geld zu sparen. Oh mein Gott, wie kann jemand sowas tun? Wie viele Menschen hat sie verletzt? Viel wichtiger ist die Frage, wie Augustine sich gegenüber der Regierung rechtfertigt, nachdem sie mehrere Zivilisten schwer verletzt hat. Niemand hier gibt dir die Schuld an dieser Geschichte. Ja. Solltest du auch nicht. Wird er aber machen, weil ein Hauptcharakter eine Motivation benötigt. Schäm dich nicht dafür, was du bist. Das ändert nichts. Du wurdest so geboren. Sagt sie ihm, dass er ein Konduit ist oder schwul? Du bist ein guter Junge. Bei dir kommt eben einfach nur Rauch aus den Fingern. Der Rauch aus meinen Fingern ist der Grund für diese ganze Katastrophe. Eigentlich nicht. Augustine hat Delson nicht geglaubt, als er ihr sagte, er sei ein Konduit und hat seine Kräfte auch niemals bewiesen. Ich frage mich immer noch, warum Augustine all diese Menschen mit ihrer Kraft verletzt hat. Ach ja, Plot. Diesen Leuten wird es nicht mehr besser gehen. Sie sterben, Mann. Wie soll das bitte gehen? Betonallergie? Das weißt du doch nicht. Nein, aber die Ärzte, die hier waren, als du bewusstlos warst, tun es. Und sie sagen das. Sie sagen, dass diese Splitter nur auf die gleiche Weise wieder rauskommen, wie sie reinkamen. Weil alle medizinischen Geräte, um Fremdkörper von einer Person zu entfernen, in diesem Universum nie erfunden wurden. Ich bin schuld. Bist du nicht? Hat dir Omi schon gesagt, aber hey, Motivation. Überleg mal, du müsstest dich durch wie viele tausend DUP-Leute zu ihr durchkämpfen? Ja, wahrscheinlich so in der Art. Und plötzlich habe ich auch das Selbstbewusstsein entwickelt, eine ganze Armee bekämpfen zu können. Ich erklär's dir im Wagen. Ich erkläre es dir im Wagen-Klischee. Schauen uns vielleicht die Space Needle an? Da wollte ich immer schon mal hin. Warum war Delson, ein junger Mann aus einem Vorort von Seattle, noch nie in Seattle? Es heißt, dass Seattle eine 500.000 Einwohner hat, die sich nicht gerade über die Bioterroristen freuen, die schon da sind. Glaubst du, du bist da willkommen? Nochmal, warum werden gefährliche Menschen in einer amerikanischen Großstadt interniert? Rauch aus den Fingerspitzen zu schießen ist nicht gerade normal, Mann. Nur weil es nicht normal ist, heißt es nicht, dass es geheilt werden muss, okay? Van Gogh war nicht normal. Gandhi war nicht normal. Ja, aber die Leute hatten keine Angst vor Gandhi, verstehst du? Schlechtester Vergleich ever. Das sind Freaks, okay? Das ist der vorprogrammierte Schwachsinn. Ja, es ist vorprogrammierter Schwachsinn, dass Menschen Angst vor Leuten haben, die Feuer aus ihren Fingerspitzen schießen können. Im Hintergrund sehen wir Spuren von Fetch, die vor einer Woche vom Gefangenentransport entkommen ist und sich schon seit Tagen in Seattle aufhält. Das DOP soll Conduits bekämpfen, hat aber überall Kästen aufgestellt, welche Conduits neue Fähigkeiten verleihen, sobald sie dessen Kern berühren. Okay, aber geh ja nicht weg. Und um Himmels Willen, fass bloß nichts an! Jemanden nachäffen, Klischee. Ich fasse jetzt alles an. Fass nichts an, ich fasse es doch an, Klischee. Einige der Leute im Bus haben gesehen, wie du mit deinen Superkräften den Weg freigeräumt hast. Und sie haben Angst vor dir. Was? Was? Bioterroristen sind nicht besonders beliebt. Sie wollen dich gar nicht im Bus. In diesem Bus sitzen höchstens 5 Leute. Auch Gameboy hat seine Spuren hier hinterlassen, obwohl er vor einer Woche mit Fetch zusammen nach Seattle geflohen ist. Oh Mist! Ein Bioterrorist! Hey! Das ist einer von diesen Ganz Freaks! Ruhig. Es ist ein Bioterrorist, also schieße ich mal besser auf ihn, obwohl ich keine Chance gegen ihn habe. Oh, diese Schnellheilungssache wird noch echt nützlich sein. Er stroke dann Wolverine und wie genau heilt Feuer und Rauch deine Wunden? Das DOP springt einfach so eine öffentliche Brücke, obwohl sich darauf Zivilisten in ihren Fahrzeugen befinden. Tut dir wieder dein Wurf am weh, ha? Delson? Reggie hängt nur wenige Meter über dem Wasser. Das ist irgendwie nicht wirklich eine dramatische Rettung. Was ist mit diesen bewaffneten Typen dort, die dir wehtun wollen? Und zwar liebend gern. Wieso überwacht das DOP eine Brücke, die gerade zerstört wurde und für niemanden mehr passierbar ist? Nein, nicht wenn du mit normal die Leute meinst, die sie wie Versuchskaninchen zusammentreiben. Die Erklärung meiner Aufgebrachtheit erfordert, dass ich mich auf ein höheres Objekt stelle und wild in die Ferne gestikuliere. Mein eigener Bruder will, dass ich gegen die schlimmste Ultra-Mega-Bioterroristin überhaupt kämpfe. Mit schwachen Kräften. Das habe ich nicht gesagt. Eigentlich will dein Bruder nicht, dass du überhaupt gegen irgendjemanden kämpfst. Was wäre die Erklärung dafür, wenn ich von manchen Conduits, wie zum Beispiel Hank, die Kraft übernehmen könnte, aber nicht von anderen, wie zum Beispiel einem dieser DUP-Soldaten? Delson wäre gut bei Gamesünden. Das DOP hat seine Kommunikationszentrale so auf die Space Needle gebaut, dass nur Menschen mit Superkräften dort raufklettern können. Wie genau konnte Delson aus dieser Position dieses Graffiti auf eine wehende Flagge malen? Die Flagge ist nicht auf diesem arschgroßen Überwachungsmonitor zu sehen. Außerdem, arschgroßer Monitor ist arschgroß und hat eine beschissene Auflösung. Meinst du, ich brauche einen PR-Manager? Die Leute hier nennen mich Bannermann. Ich meine, warum nicht der rauchtastische Typ oder
Oder nur der Raucher? Der Raucher. Leg du doch da noch ein paar DOP-Operationen lahm, bis ich mich wieder melde. Mit anderen Worten, spiel ein paar Nebenmissionen, bevor du mit den Hauptmissionen fortfahren kannst. Plötzlich habe ich Superman-Flashbacks. Mordgeile Conduit-Schnitte tötet Drogendealer, aber zerstört nicht dessen Drogenvorräte. Ist weit hergeholt, aber vielleicht gibt die Datenbank mit etwas Glück bei dem Namen Brand irgendwelche Querverweise aus. Benutze das Wort Datenbank und rette dich damit aus jeder Ecke, in die du dich reingeschrieben hast. Okay, ich bin in der Gasse, aber hier sind schwer bewaffnete Schläger. Sieht nach Drogengeschäft aus. Ich mache ungern einen auf Kopf, aber es ist die Pflicht jedes Bürgers einzugreifen, wenn er ein Verbrechen sieht. Nein, es ist nicht. Die Behörden raten deutlich davon ab, Justiz selbst auszuüben. Für gewöhnlich soll man die Polizei rufen und sich nicht mit Verbrechern anlegen. Aber man sollte Kerzen nicht unbeobachtet brennen lassen. Delson wäre wirklich ausgezeichnet bei Gamesünden. Oh Mann, riecht das gut. Ach, warum habe ich den Dealern keine Kohle abgeknüpft? Geld, warum hast du mich? Sei mein Freund, liebes Geld. Fitch redet mit sich selbst in einsamen Gassen, damit wir erfahren, wie sie drauf ist und uns leicht an sie heranschleichen können. Entspann dich! Du wirst mich nicht zurückbringen! Ein weiteres Mal nerviges Gejage und Kämpfe, was man vermeiden könnte, wenn diese Leute mal 10 Sekunden warten würden, um zu fragen, was man denn von ihnen wolle. Als ich klein war, hätte ich nie gedacht, dass ich mal zu denen gehören würde. Meine Kräfte waren eine Überraschung. Mehr erzählte Erinnerungen im Banksy-Stil. Dann trafen wir die Dealer und Mann, die gaben uns Stoff. Du bist in Seattle, Washington. Bleib beim dort legalen Gras. Brent, ich verspreche dir, jedem Dealer, den ich finde, deinen Namen auf die Brust zu brennen. Du hast deinen Bruder getötet, weil du heroinabhängig warst. Und jetzt willst du Drogendealer für etwas verantwortlich machen, was du selbst herbeigeführt hast? Sie erledigt einfach nur Drogendealer, Mann. Erledigt? Dachsen, sie ermordet Drogendealer. Ich mache nichts anderes beim DUP. Das musst du tun, um die Akomisch zu Hause zu retten. Also für die Akomisch zu töten ist okay, aber Drogendealer zur Strecke zu bringen nicht? Oh, hey! Reggie hat kein Problem, Fetch zu fangen und sie festzuhalten. Wenn man bedenkt, wie viele Schwierigkeiten ich zuvor damit hatte, sie zu jagen, fühle ich mich hier gerade etwas verarscht. Wieder eine überflüssige Entscheidung. Welchen Grund sollte Delson haben, einen bösen Weg einzuschlagen, wenn er doch nur versucht, das Leben einer alten Frau zu retten? Dragon Ball Z verarme. Fetch, bin an den Docks. Und ich bin hier auf dem Dach. Was, konntest du nicht ein paar Minuten warten? Aber eben sagtest du. Du kannst ohne mich anfangen. Und? Aber warte nicht auf mich. Die Lieferung der Drogendealer besteht teilweise aus Gras, was man in Seattle ganz legal in Läden kaufen kann. Die Dealer benutzen den Nutten bestimmt als Schutzschild. Nuttenschutzschild. Wie kann Fetch eigentlich auf dieser Entfernung und bei der Dunkelheit Delsons Markierungen sehen, um die Drogenboote zerstören zu können? Professionell. Fangt lieber an, clean zu werden. Es wird nämlich bald keine Drogen mehr geben. Du hast keine Ahnung, in welcher Stadt du lebst, oder? In dieser Szene soll eigentlich eine liebevolle Charakterentwicklung stattfinden, aber im Hinter- und Vordergrund ist einfach viel zu viel Swag. Hey, bin gerade erst wach. Du warst weg? Ja, ich war gerade bei der anderen Frau in meinem Leben. Nun, das ist eine Möglichkeit, den Spielern zu zeigen, dass die beiden Sex hatten. Oh, böser Fehler, Mann. Das DOP füttert Delsons Rauchfähigkeit mit einer Rauchgranate. Oh ja, ja. Du bist diejenige, die mich vor ein paar Wochen eiskalt erwischt hat und dann laufen ließ. Warum sie das auch immer gemacht hat. So genau weiß das keiner. Ich hörte, du kannst einen neuen Trick. Du hast dein Arsenal erweitert. Wenn man bedenkt, dass Delson seine Neonfähigkeit vor kurzem erst von Fetch bekam und seither nur Drogendealer anstatt DUP-Leute bekämpft hat, gäbe es für Augustine keine Möglichkeit, davon zu wissen. Ich zapf dir doch nur ein bisschen deiner Kraft ab, mehr nicht. Ich soll dir also einfach so meine Kraft geben? Ich meine nicht genug, um Brücken einzureißen oder so, aber genug, um deine Betondolche aus meinen Freunden rauszuziehen, ja? Warum genau dachte Delson, dass der Scheiß funktioniert? Keine Ahnung, wie Delson mit all diesem Beton am Körper jetzt fliegen kann und wieso er jetzt überhaupt fliegt, aber er tut es. Außerdem, der Beton bröckelt beim Flug einfach so ab und scheint keine ernsthafte Bedrohung für ihn zu sein. Ach, der Linton District, wo ich sowieso hin wollte. Praktische Map-Erweiterung ist praktisch. Ich wünschte, ich könnte das sehen. Na, dann komm und sieh zu, Mann. Aber aus sicherer Distanz, denn wenn wir Conduits loslegen, haltet ihr Sterblichen lieber Abstand. Gottkomplex. Mobile Gaming. Dieser Zivilist spaziert völlig entspannt an einem brennenden Helikopterwrack vorbei. Scheint, als hätte er gerade etwas Gras in einem der Läden hier gekauft. Eine App kann ein Funksignal triangulieren, weil so Smartphones funktionieren. Leer? Jemand muss vor mir hier gewesen sein. Kennt ihr diese Mission in Spielen, wo man drei Orte oder Kisten nach etwas Bestimmtem absuchen muss und sich das Gesuchte immer am dritten Ort befindet? Dies ist so eine Mission. Die Westen, die das DUP benutzt, um Conduits zu fesseln, haben keinen sichtbaren Zweck und sind auch sonst ziemlich sinnlos. Nun müssen wir mehrere Dixie-Klos durchsuchen, um eine Person zu finden und natürlich befindet sich diese Person im letzten Dixie-Klo, in das wir reinschauen. Außerdem, hier befinden sich viel zu viele Dixie-Klos. Normalerweise findet man diese nur auf Baustellen und Open-Air-Festivals.
War ein bisschen schwer anzuziehen, besonders da drin. Da war wohl jemand im Thai-Imbiss. Da war jemand beim Thai-Imbiss? In Chinatown? Außerdem, Dixi-Klos arbeiten mit einer Chemikalie, welchen jeden Geruch sofort absorbiert. Du kannst nicht riechen, was der letzte Nutzer des Klos zuletzt gegessen hat. Ich ergebe mich niemals! Ich bin ein Bioterrorist! Ich fresse Kinder und, Kätzchen! Wenn das Spiel bislang noch nicht genug Ernsthaftigkeit verloren haben sollte, jetzt ist der richtige Moment dafür. Und wieder müssen wir einen zukünftigen Verbündeten zuerst in einem nervigen Bosskampf besiegen und dieser hier besteht sogar aus mehreren Teilen. Reggie wurde von den digitalen Engeln entführt und über den Stadtteil geflogen. Nun ist er jedoch unverletzt und ohne jede Erklärung wieder am Boden. Oh, jemand hat Tron gesehen. Nerviger Bosskampf Teil 2 mit mehreren Phasen. Der einzige Ort, an dem ich mich geborgen fühlte, war in Heaven's Hellfire. In diesem Spiel machte ich die Regeln. Ich konnte Engel beschwören, um die Opfer zu schützen und Dämonen, um die Schläger zu bestrafen. Nerd entwickelt Superkraft, die seine eigene Nerdheit reflektiert. Rote Kreise, jetzt auch in Videospielen. Als das DUP kam, sagten sie, sie würden mich zu einer neuen Schule bringen, für Leute, die wie ich sind. Ich würde hier gerne weniger Punkte für die X-Men-Parallelen vergeben, aber das Spiel macht es mir echt nicht leicht. Das klang nach Ärger, also bin ich hergerannt. Oh, Moment, vor wenigen Minuten sagtest du... Ich werde diesen Mist ausziehen. Und dann werde ich mich in den Schlaf heulen. Da unten muss ein Haufen seltsamer, stachliger Viecher sein. Und das, Bruder, ist dein Ding. Und jetzt machst du den Bruder Ex Machina mit erheblicher Verspätung? Außerdem fand dieser Kampf in einer virtuellen Welt statt und du kannst keinen Krach gehört haben. Du hast keinen Grund hier zu sein. Oh. Gameboy da drüben und ich werden uns mal unterhalten. Von Conduit zu Conduit. Keine Normalos erlaubt. Ist das Rassismus? Ich nenne das mal Rassismus. Oh, und danke für deine Hilfe, sonst hätte ich es nicht geschafft. Oh, doch, das habe ich. Ich weiß. Oh Mann, Reggie wäre auch gut bei Gamesünden. Was meinst du, Eugene? Du und ich, wir zwei Conduits ziehen los. Du zeigst mir ein paar von deinen neuen Videotricks. Und ich zeig dir, wie man bei Mädchen landet. Nein, musst du nicht. Wenn du nur hier unten bleibst und Engel und Dämonen spielst, kriegst du nie eine ab. Wer sagte eigentlich, dass Eugenes Motivation darin bestände, Mädchen abzukriegen? Wenn wir Gameboys Versteck verlassen, sind die Werbebildschirme wieder repariert, obwohl wir sie alle vor ein paar Minuten zerstört haben. Weil Delson seine verlorenen Superkräfte zurückerlangen muss, stehen plötzlich mehrere Kernrelais unbewacht in der Gegend rum. Die Karma-Missionen in diesem Game ergeben keinen Sinn, weil du nur die spielen kannst, für dessen Weg du dich entschieden hast. Trotzdem stehen zwei Missions-Icons zur Auswahl, wovon eines gesperrt ist. Bedeutet, dieses Karma-System ist nur in diesem Game, weil es zur Serie gehört und nicht, weil die Entwickler dafür irgendwelche Ideen hatten. Ah, sieh mal an, wer zurück in der realen Welt ist. Ja, du hast mich überzeugt. Ich glaube, ich gebe den Menschen noch eine Chance. Na, dann sage ich im Namen der Menschheit, danke. Ja, also schlimmstenfalls enttäuschen sie mich wieder. Dann halte ich ihn mit Höllenfeuer ein. Merke, wenn du irgendwie eine seltsame, nerdige und introvertierte Person bist, warte einfach auf einen heldenhaften Deppen, der dir eine wertvolle Lebensweisheit beibringt, damit du dich vor dir selbst retten kannst. In einer Zwischensequenz besiegt wir ein Klischee. Komisch, dass der Protagonist immer nur dann Schwächen hat, während man im Rest des Spiels beinahe unbesiegbar ist. Ah, hältst aber auch gar nichts aus. Hank? Woher hast du diese Nummer, Mann? Telefonbuch. Wer hat heute noch seine Nummer im Telefonbuch? Ich beschlagnahme ein Boot und fahre unbemerkt rein. Und warum gehen Sie als Erster? Tja, weißt du, ich bin ein Cop. Das heißt, ich beschlagnahme ein Boot und es ist legal. Klaust du ein Boot? Dann buchte ich dich ein. Ich bin mir nicht sicher, ob Reggies Zuständigkeit ihm dies überhaupt erlaubt. Außerdem, er hat Superkräfte. Deine Drohungen sind also vollkommen gegenstandslos. Außerdem sich beim gegenseitigen Drohen dicht gegenüberstehen, Klischee. Oh, Schätzchen. Wenn mein Bruder rauskriegt, was du getan hast, dann wird er... Dann wird er was? Wahrscheinlich Deus Ex Machina-mäßig mit einem Raketenwerfer auftauchen? Keine Ahnung, wo er den jetzt her hat. Jetzt muss man lahmarschig zu Reggie laufen, der einem kein Stück entgegenkommt. Delson, sieh mich an. Du musst loslassen. Nein, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Wie kann Delson seinen Bruder, der einen Arsch voll Beton am Körper hat, mit einem Arm halten? Nein! Nein. Und so wurde Delson zum Ubisoft-Charakter befördert. Der Bosskampf mit Augustine endet mit einer Nachrichtensendung, welche uns erzählt, dass Augustine entkommen ist. Hätte man das nicht zeigen können, anstatt es mit einer Allmeldungsexposition zu erklären? Mein Bruder, er wäre noch am Leben, wenn du nicht wärst, du Schwein! Sie hatte meine Tochter. Scheinbar ist Delson nicht der Einzige, der durch ein Familienmitglied motiviert wurde. Oh gut, du bist hier. Ich hab dich beobachtet, Delson Rowe.
Dich getestet, während du deine Tricks gesammelt hast. Wirklich beeindruckend. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du Delson die ganze Zeit im Auge hattest, obwohl deine Aufgabe darin bestand, die Gefahr durch Conduits zu dämmen? Du tust so, als wäre er Teil eines größeren Plans von dir, der einfach nicht zu existieren scheint. In den 7 Jahren, seit mein DUP die Conduit-Überwachung übernommen hat, wurde nicht ein einziger unserer Art mehr umgebracht. Nein, natürlich nicht. Weil du sie gejagt und eingesperrt hast. Ja, in Kern Kay. Beschützt. Vor der Meute, die Conduits lynchen will. Es ist das Beste für sie, ob sie es wissen oder nicht. Wenn du Conduits wegsperrst, um sie zu beschützen, erklärt die schon, warum du dich gegenüber Menschen etwas sadistisch verhältst. Aber nicht, warum du auch deinesgleichen quälst. Das wäre ein Todesurteil für alle Conduits. Ich kann das nicht zulassen. Und ich lasse mich von dir nicht stoppen. Wiederholt der Bosskampf. Ich wollte sie doch retten. So viele Conduits wie möglich. Wenn meine Art leben würde, dann hinter den Mauern von Curden Cay. Also im Grunde bist du nur ein böser Professor X? Gab es so etwas schon mal? Ich glaube ja. Sie hatte versagt. Zur Strecke gebracht von einem Gamer, einem Junkie und einem Rowdy aus der Kleinstadt. Genau genommen wurde sie von nur einem Gamer besiegt. Das ist nicht mal der Originalsong von Nirvana, nur ein beschissenes Cover. Du meinst das Rauchding? Ja, das ist neu. Mach auf! Das ist alles meine Schuld. The next time I have to come in here, I'm cracking skulls. Wie sieht Marcellus Wallace eigentlich aus? Was? Sie wollen dich nicht hier drin. Hello darkness, my old friend. No! Gegenüber der Öffentlichkeit sind wir lediglich eine Schule für junge Begabte.